Ja, und das hier klingt richtig lustig mit den Tröpfchen. Das Einzige, was mich einigermaßen aufheitert gerade. Ich weiß auch nicht. Damn Stone located. Wir haben kaum noch Essen. Was zur Hölle bist du denn? Bone-Amulett, warum liegt da so viel Zeug? Ach so, das ist das ganze, sind die ganzen Überreste von unserem Zwerg. Die haben ihn nackig in den Sarg gesteckt. Ja, jetzt ist alles weg, okay. Imported Wealth, Exported Wealth, Created Wealth. Also was brauche ich nochmal? 25.000 Wealth, aber meinten Sie jetzt Imported oder Wealth insgesamt? Jetzt würden auf jeden Fall im Frühjahr die Elfen kommen. Seasons. Ja, Elf kommen im Spring, Gnome kommen im Winter, so ist es alles eingestellt. Ja. Werden hier überhaupt noch Warcrafts gemacht? Nein, weil wir bei der Workshop ja besetzt war von dem toten Zwerg. Gegen was kämpfen die? Er steht auf. Black Kaiman, der hat Black Kaimane gejagt, okay. Das wird mir übrigens auch eine Lehre sein, dass ich nicht mehr hier unter Wasser grabe, weil das einfach... Wow, hier ist aber viel Blut. Weil ich vergessen habe, das unter Wasser. Splattering of Blood, ja. Solche Damp Walls sind. Das heißt eigentlich, hier hätte ich bauen können, aber die Ebene hätte ich in Ruhe lassen müssen. Nee, nee, nee. The dry season has come. Autumn has arrived on the calendar. Wären es nicht so viele Migranten geworden und hätte ich mehr zu trinken gekauft. Und wir haben Shaggy Badger Dog. Sehr schön. Gut, wieder was dazugelernt fürs nächste Mal. Viel dazugelernt fürs nächste Mal. Oh Gott. Was ist da drüben? Büffel. Naja, okay, die sind in Ordnung. Und wieder Shaggy Badger Dog, der erwachsen geworden ist. Und ein Haufen roher Fisch.
Noch ein erwachsener Shaggy Badger Dog. Wir könnten die wirklich demnächst mal schlachten. Ein Teil von den jetzt erwachsen gewordenen. Und mehr Dampstone. Dann lassen wir den Dampstone mal Dampstone sein. Auch wenn es lustig klingt. Und hoffen, dass die Zwergenkarawane bald kommt, dass wir trinken. Und solches Zeug kaufen können bei denen. Bevor wir verhungern, verdursten und alles andere. Die Folge hat schon schlecht angefangen mit dem Cave-In. Und sie geht irgendwie schlecht weiter mit dem ganzen anderen Zeug, was passiert. Und wir haben wieder einen Badger Dog, der erwachsen geworden ist. Ja, warum auch immer die Musik dabei so traurig klingt. Okay, Sachen, die das nächste Mal zu beachten sind. Deep Soil. Flaches Land. Mehr Alkoholsachen bei den Händlern kaufen. Nicht zu tief buddeln vom höchsten Punkt aus gesehen. Weil vom höchsten Punkt aus sind wir jetzt auf Ebene 15 sogar. Das ist Ebene 1. Das ist Ebene 0. Das mit den Caverns habe ich nämlich bis jetzt noch gar nicht rausgefunden gehabt, wie das in der Masterwork-Mod ist. Weil ich irgendwie noch nie so weit gekommen bin, auf Caverns zu stoßen, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ich habe immer mit jedem Scheitern, was ich privat gemacht habe, ein kleines Stück was dazu gelernt. Zum Beispiel, dass Lemuren nervig sind. Weil unsere Zwerge dauernd wild durch die Gegend scheuchen und sie mit Kacke bewerfen. Und ja, das ist uns irgendwie in dem Ding hier erspart geblieben. Keine Ahnung warum. Aber es ist so. Und wir haben kein Essen mehr. Make Warcrafts, make Zeug. Okay. Early Autumn. Wir haben schon den ganzen Sommer durch. Und wir haben wieder mehr Migranten. Wieso haben wir so viele Leute? Child Baby Cap. Population. Autosave, Initial Save. Ich habe noch nie so viele Migranten auf einmal gekriegt. Misc Features. Ja, das ist alles klar. Secret Fun. Harder Learning. Harder Farming.
Ach so, ja, das war das. Equifiles habe ich zum Glück ausgestellt. Jupp, die Diseases sind auch aus. Cavern and Layers. Levels above first cavern 5. Levels of stone above first cavern layern. Levels above second cavern, okay. Aha. Ich sehe hier gerade ziemlich böses Zeug. Magmasee. Evil Areas, Good Areas. Cave Sides Min, Mountain Caves. Caves Visible. Number of Civilizations, Embark Points. End hier. Population Cap. Minerals. Okay. Ja, gut. Also das mit den Caves hätte ich mir mal früher angucken müssen. Also gerade mal 5 Schichten Stein, bevor die Caves kommen. Ja. Wo fangen die Steinschichten richtig an? Hier. Also von hier aus 5 Levels. Also 1, 2, 3. Entschuldigung. 3, 4, 5. Ja. Und wieder einer, der von der Society. Und was brauchst du dieses Mal? Stacked Cloth, Square Blocks, Pictures of a Forest, Skeletons. Wir haben immer noch keine Bones. Building, Workshop. Nicht der Bow hier, die Butchery wollte ich. Oh, Butcher. Sandstone. Animals. Butcher. Hauptsächlich männliche erstmal Butchern. Bis auf 2. So. Ach, und einen weiblichen können wir auch Butchern. So. Ich hoffe mal, das ist einer meiner beiden männlichen, die Butchern Animal, Slaughtern Animal, Butcher Dead Creature, Extract from a Dead Creature, okay. Ich hoffe, das macht dann irgendeiner. Ich hatte ja, glaube ich, meinem Trash-Ten erlaubt. Zum Patschern. Na? Darf keiner butchern? Butchery haben einige, sogar ein paar Lumberjacks dürfen butchern. Die sind aber mit Fischen beschäftigt, okay. Ja, mein Trash-Ten.
Es ist sogar ein A dabei, aber irgendwie kommt gerade keiner. Badger Dog Pups. Kommt jetzt gleich wieder dieses mexikanische Lied. Also ja, wenn ich Rock Layers. Doch, ich muss das wirklich. Da schwimmt jede Menge Blut den Fluss runter. Ach du meine Kacke. Da ist was definitiv sehr schön ausgeblutet, hä? Ein Milkfisch. Black Caimans, mal wieder. Troglodyten. Ah, jetzt haben wir da unten auch noch Troglodyten. Also unsere Pilzmänner. Oh, der erbatschert gerade ein Animal. Totes Animal? Oder hat er sich schon um eins von denen gekümmert? Gucken wir mal kurz. Dead Missing? Nein, es ist noch kein Badger Dog zerfleischt worden. Wir können ja einfach mal kurz rein. Black Caiman Skeleton. Ach so, die werden hier verarbeitet. Jawohl, und jetzt kann sich der da sein Zeug holen, was er noch braucht. Er holt sich Kloff. Und er holt sich Holz. Und er startet damit, seinen Gegenstand herzustellen. Jawohl, und Badger Dogs werden geslaughtert. Und wir kriegen Knochen. Und wir kriegen Fleisch. Und wir haben irgendwie einen Haufen Adders? Glops? Ach, Fatskin Pelt. Ja, gut. Fett wird ja jetzt hier in der Küche verarbeitet. Aber wir haben jede Menge Knochen gekriegt. Hätten wir das früher gemacht, hätten wir den einen gar nicht opfern müssen. Wenigstens ein kleiner Lichtblick am Ende des Tunnels. Rinderfett to Tallow. Ja, und die essen einfach mal freudig das Fleisch schon weg. Ja, ich hätte viel früher anfangen. Ich hätte schon die Tasks schlachten können. Aber ich sah irgendwie keinen solchen Sinn drin, weil ich dachte eigentlich, dass Karawanen kommen würden. Wer bei. Das ist ein Bone Dice. Yay. Artifacts waren. L, glaube ich. Ja. Description. This is a Bone Dice. All craftsmanship is of the highest quality. Hey, sie haben sogar den Text ein bisschen angepasst. It's encrusted with an oval sandstone cabochon and encircled with bands of bone and wood. Autumn item is the image of dwarves in cotton fiber. The dwarves are traveling. The artwork relates to the foundation of the arbor by the silver bands of the timbals of immortality in the early spring 126. Hey, ein Würfel über unsere Gründung. Sehr episch, nicht? Wenn ich mir ansehe, wie unser Fort langsam wieder den Bach runtergeht. Was liegt denn da eigentlich? Ein Haufen Tallow. Oh, Tallow können wir verkochen? Ach nee, das ist Meat. Fresh Heart, Crayfish,
Alles rot. Ah, doch, Teller können wir verkochen. Küche. Fine meal, yeah. Repeat. Dann braten wir mal schönes Badger Dog Meat in der Pfanne an.